Tag Leute, willkommen zu Gaming spielt Unreal Tournament, welches ich auch irgendwo hier hab. Moment. Wo hab ich's denn? Tag Leute, willkommen zu Gaming spielt Unreal Tournament, welches ich wohl verkauft hab. Tag Leute, willkommen zu Gaming. Heute spielen wir Unreal Tournament auf dem PC. Und zwar nicht irgendein Unreal Tournament, sondern ein ganz neues. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir gleich mal ein Spiel. Und wie ihr seht, es läuft höchstwahrscheinlich auf der neuen Unreal Engine. Und ich habe ein Online-Deathmatch gestartet. Und was an diesem Spiel mir sehr gut gefällt, ist... Oh, krass! Was hat mich da gekillt? Es ist das klassische Unreal Tournament in neuer Optik. Es ist genauso schnell, es hat die gleichen Waffen. Es sieht cool aus, auch wenn man, wenn ich jetzt hier mal stehen bleibe, dass die Umgebung noch nicht wirklich ausmodelliert ist. Die ist noch ganz humanitär und schlicht gehalten. Und wir spielen jetzt hier tatsächlich online. Ich habe es gestern kurz angespielt. Und da war alles mit Bots, würde ich behaupten. Da war noch nichts. Zack. Ich muss sagen, dadurch, dass ich es erst gestern zwei Runden gespielt habe, ich kenne diese Karte nicht. Also bitte vergesst den Skill, den ich hier nicht an den Tag legen werde. Okay, cool. Okay, da habe ich keine Chance. Raketenwerfer auf die Entfernung. Muss man merken, wo der ist. Und... Ah, super geil. Das Ding hatte nur noch einen Schuss. Nein. Nice. Ich bin auf dem dritten Platz. Hier haben wir die Minigun. Also die Umgebung ist noch untexturiert oder sehr grob texturiert. Was aber gar nicht schlimm ist, wie ich finde. Nice. Und das Movement wurde, so wie früher, ist es so ziemlich beibehalten worden. Ach du Kacke, wo fliege ich hin? Oh nein, jetzt frisst mich das Viech wieder. Scheiße. Nur mit einer kleinen Änderung, das Movement wurde ein bisschen vereinfacht. Was daran liegt, dass es die bekannten Walljumps... jetzt auf Knopfdruck gibt. Wenn man an einer Wand entlang straft und die Sprungtaste einfach drückt, noch einmal, macht er automatisch diesen Wall Ride. Fuck it. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht der größte Profi. Ich habe den ersten Teil gespielt, ich habe das sogar die PS2-Version, die unglaublich gut funktioniert, muss man sagen, für das... Alter, ist der unsichtbar krass. Alter, ich habe kein Leben mehr. Ja gut, das war easy to kill. Ich hoffe, ich werde wahrscheinlich nachher einfach mal eine Runde gegen Bots starten. Dann kann ich ein bisschen das Gameplay schöner zeigen, weil es ist jetzt gerade doch ein bisschen hektisch. Und wenn man hier so unvorbereitet in ein Match geworfen wird, ist es echt schwierig. Vor allem, wenn man jetzt nicht so lange diese Spiele gespielt hat. Ich habe den dritten auf der Xbox 360 eine längere Zeit gespielt. Den habe ich durchgespielt. Der hatte auch eine Kampagne. Hatte aber auch Fahrzeuge mit so Basen ganz viel. Hat, glaube ich, so Nekromorphen hießen die. So eine Alien-Rasse, gegen die man gekämpft hat. Was jetzt die Sachen nicht gerade verbessert hat. Alter. Dass ich die nicht treffe. Ich habe auch noch keinerlei Einstellungen gemacht von der Steuerung, wie zum Beispiel die Waffen, dass er die neueste immer zur neuen immer wechselt. Alter. Und ich weiß vor allem die Sekundärfeuer als noch nicht. So ein paar weiß ich zwar noch, aber das ist leider die wenigsten. Okay, das Ding hatte nur noch einen Schuss. Rocket Launcher. Rocket Launcher finde ich gut. Fuck you. Man muss sich nur halt echt an die Geschwindigkeit so nach und nach gewöhnen, finde ich. Okay. Und vor allem wissen, wo die Waffen liegen. Scheiße.
wollte ich so einen coolen Wallride machen. Das hat ja gut geklappt. Aber es ist auch nicht so einfach zu quatschen und sich zu konzentrieren. Alter. Aber ich halte meinen dritten Platz. Und jetzt gucken, dass ich irgendwie an diese Dingwerfer komme. Yes! Den habe ich getroffen. Scheiße. Wir müssen davon wegkommen, dass so eine Pattsituation entsteht. Alter, das war mies. Dass ich mehr Leute kill, ohne auch gleich dabei drauf zu gehen. Das war easy. Aber wir kommen rein. Es gibt auch die bekannten Power-Ups, was mir gut gefällt. Ah, das war blöd geschossen. Das war richtig blöd geschossen. Was hat der denn für eine Waffe? Ah, der hat dieses Scharfschützengewehr. Boah. Yes, aber das war ganz cool. Mir gefällt dieses Spiel sehr. Und ich hatte auch, vor kurzem hatte ich auch den Gedanken, hey, mal wieder Bock, sowas Schnelles zu spielen. Und da habe ich auf der Xbox 360 einen Titel, den ich mir mal vor Jahren gekauft hatte, mit dem Namen Cell Factor geholt, der ähnlich das Gameplay bietet, aber bei weitem nicht so schnell ist. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass man mal wieder sowas hat. Und das Besondere, finde ich, an diesem Spiel ist zum einen dadurch, dass es so schnell ist, hat man und den ganzen Power-Ups, die man einsammeln kann auf der Karte, es keine Lebensgeneration gibt, ist es relativ taktisch für einen Shooter. Ich finde noch taktischer wie ein Counter-Strike, was doch ein bisschen behäbiger ist. Denn man muss gucken, wo ist der Gegner hin, weil die Raketen sind zwar super stark, aber die brauchen einfach eine Zeit, bis sie ankommen. Und man muss sozusagen den Gegner auch austricksen. Man kann ihn mit gezielten Schüssen einer Laufrichtung vorgeben und sozusagen verarschen und dann schon mal eine Rakete in die Laufrichtung schicken und so Geschichten. Und das gefällt mir echt gut. Jetzt weiß ich, dass da einer ist, der hat mich aber auch schon gesehen, weil ich geschossen habe, was natürlich nicht so geil war. Jetzt rutsche ich runter auf den 5. Platz. Das finde ich natürlich nicht so geil. Aber wir kommen so langsam rein. Ah, fuck, wo hat der... Ich habe den nicht immer gesehen. Naja, also wie ihr seht, zur Grafik habe ich ja schon einiges gesagt. Ach, der ist wieder unsichtbar. Mit diesem Scharfschützengewehr. Alter, und auch die Sterbeanimationen sind richtig heftig. Boah, da ist er... Alter, habt ihr das gesehen? Macht mich voll fertig. Scheiße, ich hab den nicht eingesammelt. Ah, fuck it. Das war gut. Auch hier ist ein bisschen Rüstung. Was gar nicht mal schlecht ist. Da hat er eigentlich keine Chance. Sein Ziel wahnsinnig gut. Wo ist der hin? Fuck it! Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie ich auf dieses Spiel gestoßen bin. Ich hatte keine Ahnung bis vorgestern, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, dass es gemacht werden sollte. Yes, Double Kill! Das ist doch mal eine schöne Ansage. Und ich habe mich wieder auf den 3. Platz hochgekämpft, sehe ich gerade. Und ich habe eine Mail bekommen von Epic Games, weil ich mich ja, wenn ihr vielleicht die RB News verfolgt, habe ich mich für Paragon angemeldet. Und ich glaube, jetzt läuft. Und dadurch hatten sie meine E-Mail-Adresse und haben mir ein Gratisspiel, Shadow Complex, geschickt. Und dazu muss man aber, ähnlich wie bei... Oh, fick dich.
ähnlich wie bei Origins, um Gratis-Spiele zu erhalten, eben diesen Launcher installieren und benutzen. Und genau dies habe ich mir gemacht, hey, dass der sich nicht auf mich konzentriert hat. Ich bin einfach zu langsam. Vierter Platz ist doch gar nicht mal so schlecht. Haben wir denn noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Da können wir noch ein Spiel machen. Hier schauen wir auch mal GG. Schön. Best Kill Ratio 7, ein Double Kill, Air Rocket Kills, Killing Spree. Okay, das sind alle. Und Shadow Complex werde ich euch bestimmt auch mal zeigen, was so ein Metroidvania ist, könnte man sagen. Oder Metroid-Klon, es ist eher Metroid. Da muss ich mich aber erst noch ein bisschen reinfuchsen. Und dann habe ich mir eben mal die Sachen angeguckt, was dort angeboten wird. Und dann habe ich Unreal Tournament gesehen. Hat wieder keinen Untertitel, wie das heutzutage gerne Spiele machen. Und habe mir gedacht, gucke ich mir das an. Ist wahrscheinlich nur eine Grafik-Beta, wie cool die Unreal Engine ist, die man sich dort auch runterladen kann irgendwie. Ist vielleicht für Entwickler ganz interessant. Und man kann es spielen, wie ihr seht. Man kann es spielen. Und wer sich bei Epic Games noch nicht angemeldet hat und dieses Spiel spielen will, es ist gerade eine Alpha wohlgemerkt. Es ist eine Alpha. Und für eine Alpha funktioniert es echt gut. Klar, die Optik ist hier, obwohl hier ist sie schon echt hübsch mit den Texturen. Da sieht man schon, so kann es aussehen. Und der ganze Grafikstil erinnert mich so ein bisschen an Mirror's Edge. Mit dir, es ist sehr einfach gehalten und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn es so bleibt. Weil Mirror's Edge war auch von der Optik sehr geil. Klar, es ist steril, aber es macht schon Laune. Oh, die Karte habe ich gestern sogar schon mal gespielt. Wow. Und, wow, fuck it. Hey, ich habe einen Kill gemacht, ohne zu sterben. Fuck you. Schießt da nicht gut genug. Ich treffe einfach nichts. Hier ist der Rocket Launcher, das ist ganz wichtig. Dem werden wir doch ein bisschen aufräumen können. Wow! Alter! Alter! Eine halbe Sekunde, ich werde zu alt für den Spieler. Merkt schon. Aber es geht auch richtig viel ab und wie flüssig das es läuft. Ihr seht es zwar jetzt 39 Frames. Ach scheiße, jetzt hat er da so einen Kackbollen hingesetzt. So einen Giftrotz. Ah shit. Ah, jetzt aber mit der neuen Waffe. Mit der neuen Waffe. Bam. Muss ich mir aber Leben suchen. Okay. Muss ich echt konzentrieren und ich bin gerade echt nicht so gut. Also hab Nachsehen. Aber wie ihr seht, es wird schon gespielt. Ich habe noch nicht so viel davon gehört, was mich eben wundert. Weil das ist ja doch ein Titel, der wahrscheinlich wieder im E-Sport ganz groß wird. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich kann es nur empfehlen, da mal selber reinzugucken. Man braucht, denke ich, einen recht leistungsstarken PC, so wie das aussieht. Oder das Ressourcenmanagement ist super. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Scheiße. Dass wir noch 4 Minuten haben. Nein, ich wollte noch sagen, ich muss irgendeine Überleitung finden. Oder eine Überbrückung. Gott, oh Gott, ist das alles schnell. Man verfolgt mich. Atlas verfolgt mich. Dummer Wichser! Ich meine, schade. Nein, ich meine schon dummer Wichser. Alter! Ich bin voll in die Rotz gelaufen. Okay, hier ist Leben. Das ist, oh, fuck you! Fick dich! Oh, man kann Doppelwaffen wieder haben. Geil! Double Kill! Scheiße! Das ist doch Rotz! Scheiße! Aber nehmen wir gleich nochmal. Oh, fuck you! Ich bin am Verzweifeln, Leute.
Hier die Schrotflinten-Sachen, die stoßen einmal ab. Wo ist der hin? Hab ich den gekillt? Ah, fuck, wo ist der? Ah, fuck, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Lecco mio. Rocket Launcher. Alter, wie perfekt sie mich treffen, das ist doch unglaublich, oder? Ich habe mich selbst gekillt. Leute, ich bin Sechster. Es wird nicht besser. Das Match ist gleich um, glaube ich. Naja. Aber wir haben bald keine Zeit mehr. Weil ich finde, mehr wie 20 Minuten lang auch für dieses Spiel. Ich werde dieses Match auf jeden Fall noch fertig führen. Und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ihr kriegt jetzt noch ungeschnittenes Gameplay von mir. Ich streng mich an. Und bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von Unreal Tournament auf dem PC von Epic Games. In der Alpha-Phase noch. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Auch wenn ich jetzt echt scheiße spiele. Aber ich werde es weiterspielen. Leck mich! Das war's von mir. Ich verabschiede mich und sage bis auf dann. Gehabt euch wohl. Ich gehe jetzt hier raus. Mann, Kacke! Verfolgt mich schon wieder. Oh, leck mich! Geht drauf! Geht drauf! Geht alle drauf! Ah. Ich kann mich nicht umgucken. Jetzt. Scheiße, Mann. Ah, leck mich! Das gibt's doch nicht! Die brauchen sich doch nicht immer so anstrengen, weil sie mich einfach im Vorbeigehen killen. Alter! Alter! Fuck you!